Willkommen zurück in der virtuellen Realität. Mein Name ist Thomas und ihr schaut voodoo.de VR. Heute habe ich nochmal ein kleines VR-Zubehör für euch, und zwar das Nivrana Battery Pack für die Oculus Quest. Damit könnt ihr quasi 8 Stunden mit der Oculus Quest zocken und man hat gleichzeitig ein Gegengewicht. Das kommt dann hier hinten dran, damit das Ganze bequemer ist. Ich schaue mir das mal an, wir bringen das mal an, dann sage ich euch, wie ich das finde und was das kostet. Bei mir gibt es alles zum Thema VR und AR. Danke an meine Sponsoren Woodgirls VR, Oppermann Events, Andy DePelzer VR Ambassador, Alpha Blend Interactive und Virtual Escape. Viel Spaß mit dem Video und los geht's! Voodoo.de. So Leute, und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Das kommt hier in so einem schönen Stofftäschchen hier drin mit einem Reißverschluss. Das machen wir mal auf. Und da sehen wir jetzt hier schon, hier ist schon die Tasche mit dem Akku drin. Die zeige ich euch gleich, wie man die dran macht. Dann haben wir hier eine kleine Anleitung, ein USB-Kabel und ein Linsenreinigungstuch. So die üblichen Sachen, die man ja immer kennt. So, ich mache das jetzt mal. Wir nehmen mal unsere Oculus Quest. Das ist ganz einfach. Also wir haben wirklich hier, wir können das hier so einmal aufklappen. Das hat so Druckknöpfe hier. Und wir schieben das einfach von unten durch. Moment. Ist gar nicht so einfach, das hier jetzt vor der Kamera zu machen. Doch ist es. Klick. Und klick. So, und da haben wir es schon. So. So sieht das Ganze aus. Das werden wir natürlich gleich noch auf den Kopf setzen. Dann nehmen wir das Kabel. Stecken das einmal hier oben rein. Zack, und natürlich hier vorne in die Quest. Zack, hier oben sehen wir den aktuellen Akkustand. Hier steht auch gerade out, das heißt, also der Strom wird abgesaugt quasi, 76%. Und ja, dann setzen wir das Ganze mal auf. Müssen natürlich hier oben, warte mal, so. Ja. Ja, das ist, man merkt natürlich ganz klar das Gegengewicht hier. Also man fühlt sich jetzt schon wirklich, als wenn das hier hinten sehr, sehr schwer runterzieht. Und vorne ist es im Gewicht sehr stark entlastet, muss ich tatsächlich sagen. So. Was mir aber auffällt, ist halt wirklich, dass hier unten, ja nee, man kann das so ein bisschen nach vorne drehen. Ja, es kommt hier unten gefühlt ein bisschen mehr Licht rein, weil das hier so hochzieht, also runterzieht und vorne hochzieht. Aber, ich denke mal, wenn ich hier noch ein bisschen, ja, nee, doch, so geht's, ja. Nee, alles gut, okay, so passt das. Müsst ihr natürlich individuell für euren Kopf einstellen. Das sieht gut aus, gutes Gegengewicht, so sieht das aus. Und wie gesagt, das Ganze bietet euch dann 8 Stunden Spielspaß, 2 Stunden ja schon von der Oculus Quest und 6 Stunden von diesem Akkupack hier. Und das ist natürlich durchaus eine interessante Sache. So sieht das aus. Das Ganze kostet, ich habe das hier mal aufgeschrieben, weil das ein bisschen kompliziert ist mit den ganzen Tags. Also wenn ihr in den USA wohnt, dann müsst ihr keine Tags bezahlen, dann zahlt ihr 40 Dollar und knapp 7 Dollar für den Versand. In Europa sieht das anders aus. Da müsst ihr erstmal 40 Dollar für das Teil bezahlen, dann 7,60 Euro Steuern. Und 10 Euro Versand. Das sind wir bei ca. 57,50 Dollar. 57,58 Dollar habe ich jetzt hier aufgeschrieben. Das ist natürlich etwas viel, muss ich sagen. Also da könnt ihr sicherlich günstigere Sachen kriegen. Das gibt es ja auch von mehreren Herstellern, die das schon gemacht haben. Ich finde es zu teuer. Ne? 57, wie viel sind das? 50 Euro vielleicht? Ein bisschen weniger. Das ist ein bisschen stramm für diese Sache hier, würde ich jetzt mal sagen. Schaut mal nach Alternativen. Ich meine, wenn euch das sowieso egal ist, was das kostet, das Ding ist gut, das ist nicht schlecht. Es hat ein schönes Gegengewicht. Ja, das ist kein Problem. Aber, naja, muss nicht so teuer, muss man nicht so teuer kaufen. Ist meine Meinung. Ne? Müsst ihr aber natürlich selber entscheiden, ob euch das wert ist. Mir ist es das nicht wert. Funktionieren tut es trotzdem. Ihr habt es jetzt gesehen. So sieht das gute Stück aus, falls ihr das schon habt. Oder noch viel besser, falls ihr eine günstigere, genauso gute oder sogar bessere Alternative habt.
ab in die Kommentare, freuen sich alle drüber. Das ist immer gut. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben und abonniert mich, drückt die Glocke, supportet mich ein bisschen über meinen Amazon-Link, kauft alles Mögliche, das wäre cool. Und bis zum nächsten Mal in der virtuellen Realität. Haut rein. Ciao. Voodoo.de